Und was uns auch wichtig ist, ist, dass die erfahrenen Kolleginnen in Bosnien und Kosovo Fortbildung mit ihren neuen Kolleginnen in Afghanistan und in Liberia machen. Also das haben wir immer eine Mischung von internationalen Fachfrauen und unseren eigenen alten, in Anführungsstrichen alten Kolleginnen, weil die ja authentisches Wissen haben. Die wissen ja, wie ist es, in einer Kriegs- oder Nachkriegssituation ein solches Projekt aufzubauen. Sie wissen, dass das weit über Fachwissen hinausgeht. In einer Nachkriegssituation ein solches Projekt aufzubauen. Und immer wieder wichtig ist natürlich auch die Sorge für sich selber, um eben selber stabil und gesund bleiben zu können und diese Arbeit, diese schwierige Arbeit tun zu können. Welche Berufsgruppen sind denn da besonders gefragt? Ich denke mal ärztliche Berufsgruppen, Psychologen, aber auch Management, ja, wenn Sie also. Genau. Also zum Beispiel in Afghanistan haben wir eine kroatische Managerin, also Head of Mission nennt sich das, die Leiterin, die sozusagen wie eine Direktorin hier auch einfach die Personalführung macht, die gesamte Administrativführung, die Verantwortung für die Finanzentwicklung hat und die einzelnen Bereiche aber werden von Bereichsleiterinnen geführt. Das heißt, der gesundheitliche Bereich, der psychosoziale Bereich, der juristische Bereich und der Menschenrechtsbereich von jeweiligen Fachfrauen. Das ist am Anfang von internationalen Fachfrauen in diesen Disziplinen geleitet worden und dann peu à peu an lokale Frauen übergeben worden. Gibt es denn inzwischen auch Erfolge im juristischen Bereich? Ich beantworte das für Den Haag und für Afghanistan. Das müssen wir ja unterscheiden. Internationales Kriegsverbrechertribunal Den Haag und nationale Gerichtsbarkeit Afghanistan. Als Beispiele diese beiden verschiedenen Schwerpunkte. Ich fange mal mit Afghanistan an. Das waren sehr große Erfolge für uns, dass wir zum Beispiel vor 2 Jahren in Kabul einen Mann zu einer sehr langjährigen Haftstrafe, das verurteilt wurde, eben durch die Unterstützung einer unserer Strafverteidigerinnen. Er hat ein kleines Mädchen vergewaltigt, ein 7-jähriges Mädchen, und es kann sein, dass er nach einer bestimmten Zeit von seiner Familie freigekauft wird. Aber alleine, dass es einen solchen Prozess gab mit dieser Thematik, alleine, dass es eine Anklägerin gab, mit einer weiblichen Strafverteidigerin, dass es eine Nebenklägerin gab und dass es eine Verurteilung durch den Richter gab. Das hatte eine unglaubliche Signalwirkung in diesem Land und es haben Frauen in den hintersten, entlegensten Provinzen haben das mitgekriegt. Selbst wenn sie noch nicht bereit wären, noch nicht so weit sind, dass sie sagen, ich klage meinen Peiniger an oder ich versuche, der Zwangsverheiratung zu entgehen, ist das Bewusstsein da, dass Straflosigkeit nicht mehr normal ist. Das ist der erste Schritt für das Bewusstsein bei den Frauen und den Mädchen, dass es da vielleicht doch eine andere Rechtslage geben könnte und die Gewalt, die sie jeden Tag erleben, nicht Gott gegeben und nicht normal ist. Und für die Männer ist es natürlich auch eine klare Botschaft, dass man eventuell, wenn man großes Pech hat, und eine Verteidigerin von Medica vielleicht in der Nähe ist, dass man dann vielleicht mal dafür verurteilt werden könnte. Und der zweite tolle Erfolg, der mir gerade einfällt für Afghanistan, war in Kandahar. Ich glaube, Sie alle wissen, das ist somit das härteste Pflaster überhaupt. Da haben wir eben auch einen Ableger unseres juristischen Programmes. Und da haben wir erreicht, dass eine Frau, dass der Ehemann einer Frau, die er wirklich fast totgeschlagen hat, für ein halbes Jahr Haft verurteilt wurde. Auch das war gerade im Süden Afghanistans eine ganz, ganz wichtige Signalwirkung, wo